Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mit den Teilen zum Mock, das ihr ja schon im Samstagsvideo bei mir gesehen habt. Und einer hat es wirklich komplett richtig erraten, den blende ich hier natürlich nochmal ein. Und auch die anderen, die sehr nah dran sind, blende ich hier noch einmal ein. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt. Und ich hätte es nicht erwartet, dass wirklich einer es komplett richtig errät. Sehr cool. Und heute gibt es, wie gesagt, die Review zu diesem Mock. Ich habe den Mocker mal wieder gefragt, ob es für ihn in Ordnung ist. Er hat gemeint, ja, es ist auf jeden Fall für ihn in Ordnung. Und dementsprechend sehen wir uns jetzt wieder mal zusammen in meinem PC wieder. Denn es gibt logischerweise bei diesem Mock keine gedruckte Anleitung. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen in meinem PC. Wir starten mal wieder auf Rebrickable und wir haben als Mock den Formel 1 Tyrrell P34 in der 1976er Edition. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon mal von Bluebricks das ganze Fahrzeug in groß gesehen. Und das Video werde ich euch unten nochmal verlinken. Das Mock hat immerhin 85 Follower und 126 Likes. Und es hat mal wieder eine kostenfreie Anleitung. Erstellt wurde das Mock auf jeden Fall vom lieben Rabbas. Der hat auch noch ein paar andere kleine Mocks im Angebot. Ich finde ja zum Beispiel das hier auch sehr interessant. Und der liebe Rabbas hat ein Video auf YouTube als Anleitung veröffentlicht. Das können wir uns natürlich auch gerne mal anschauen. Und zwar sind das 11 Minuten und 39, in denen er hier nach und nach und eben nach das ganze Mock designt und zusammenbaut. Ich habe jetzt noch nie nach so einer Anleitung gebaut, aber wie es mir dabei ergangen ist, werdet ihr natürlich auch erfahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder auf dem Bautisch wieder mit dem fertigen Mock. Ja Leute, bevor ich euch jetzt das Mock wirklich zeige, muss ich sagen, das sieht bei mir nicht genauso aus wie auf den Bildern von Rebrickable. Und es sieht auch nicht so aus wie das Mock in der Videoanleitung. Denn bei der Rebrickable-Bestellliste sind einfach Teile dabei gewesen, die ich im gesamten Mock nicht gebraucht habe, die ich auch noch übrig habe. Dazu gehören zum Beispiel diese drei. Und es haben aber auch massig Teile gefehlt auf der Bestellliste, die ich irgendwie aus eigenen Beständen dann ersetzen musste. Das ist mir aber auch nicht zu 100% gelungen. Aber ich würde sagen, holen wir doch erstmal den Tyrrell als Star der Show rein. Und ich muss auch erstmal ganz klar sagen, wenn ich hier was kritisiere, ist das natürlich nicht böse gegen den Mock-Designer gemeint. Auf keinen Fall. Denn der hat sich hier als Privatperson die Mühe gemacht und versucht, uns etwas sogar kostenfrei zur Verfügung zu stellen, was wir nachbauen können. Und wenn dort Fehler passieren, dann ist das nicht allzu schlimm. Aber natürlich ist es für uns, wenn wir dafür Geld ausgegeben haben und Steine gekauft haben, letztendlich trotzdem eine nervige Sache. Ich möchte in Zukunft diese Mock-Videos gerne nach demselben Prinzip aufbauen. Und zwar möchte ich das nach verschiedenen Punkten bewerten, in Anführungsstrichen. Einmal möchte ich über die Anleitung sprechen, dann möchte ich über die Konstruktion sprechen und am Ende möchte ich noch über Preis und Leistung sprechen. Bei diesem Set ist die Anleitung ja in Videoform und das Video ist in einigen Stellen nicht unbedingt verständlich, wo er dort was hinbaut, weil eben so gebaut wird, dass man ein Teil in der Hand hat, das dann irgendwie so vor der Kamera ist und dann irgendwas da drauf gebaut wird und dann muss man erraten, was da für ein Teil verbaut wurde und wie es verbaut wurde. Das geht auf jeden Fall besser. Finde ich aber bei einem Mock aus so wenigen Teilen erstmal als kein großes Problem. Trotzdem ist das eher für mich so eine 3 von 10 Punkten Anleitung. Im Vergleich, das Nissan Race Car war von der Anleitungsqualität letztes Mal für mich so eine 7 von 10. Und der Mocker hat ja selber auch gesagt, dass er jetzt auf einen hellgrauen Hintergrund statt schwarzen Hintergrund wechseln möchte, um eben solche Irritationen nicht mehr zu haben. Also die Anleitung hat nicht hundertprozentig überzeugt. Reden wir mal über die Konstruktion und auch die Fehler, die wir darin haben. Die Konstruktion ist an und für sich nicht wirklich schlecht. Wir haben nur eine Sollbruchstelle und zwar liegt die hinten beim Motor. Wenn wir hier drücken, dann fällt der Motor ab. Das Ganze ist eben ein wenig wackelig zusammengebaut, aber wenn man da ein bisschen drauf achtet und das nicht an dieser Stelle zu sehr belastet, dann kann man das verhindern, dass hier direkt was abfällt. Vom Aussehen finde ich es für die Teileanzahl und in diesem kleinen Maßstab wirklich gelungen und es stellt den Tyrrell schon mehr oder weniger gut dar. Das Problem, was ich damit habe, er sieht an einigen Stellen anders aus, als er es sollte.
Zum Beispiel sollte beides hier vorn blau sein und nicht ein schwarzes dabei. Und der Motor sollte aus 8 Teilen bestehen und nicht aus 6 Teilen. Genauso sollte hier eigentlich nicht eine Round Plate, sondern eine normale 1x1 Plate sein. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Eigentlich sollte hier auch noch eine 1x1 Plate in blau sitzen. Diese hat aber auch leider gefehlt. Von hinten ist es größtenteils so, wie es sich der Mocker gedacht hat. Das Problem ist halt wirklich, dass diese Teile einfach schlicht und weg gefehlt haben in der Teileliste. Ich nicht nochmal nachgeguckt habe, ist vielleicht auch mein Fehler in dem Falle. Aber ich habe dem Ganzen halt blind vertraut, habe es bestellt und dann haben halt diese ganzen Teile leider gefehlt. Einiges konnte ich dann noch ersetzen. Zum Beispiel war auch dieses hier nur einmal dabei statt zweimal. Und dieser Slope hier hinten war einmal statt zweimal dabei. Aber das trübt natürlich den Bauspaß ein wenig. Ansonsten rollt der mehr oder minder gut. Er hat relativ viel Widerstand, ist aber auch nicht anders zu machen gewesen mit diesen kleineren Rädern vorn und den größeren hinten. Das Verhältnis finde ich auf jeden Fall gut getroffen. Und ich finde ja sowieso diese kleinen Vollgummi-Reifen-Slicks sehr, sehr cool. Und es wäre cool, wenn es sowas auch noch im größeren Maßstab gäbe, weil das sind 1:1 Reifen, die an ein Formel-1-Auto gehören. Und das fehlt mir halt bei den ein oder anderen Sets. Wenn aber alle Teile dabei gewesen wären und man den Motor richtig hätte bauen können und nicht diese kleinen Problemchen mit dabei hätte am Ende, dann wäre das von der Konstruktion und vom Aussehen auf jeden Fall ein richtig cooles Mock gewesen. So ist es leider ein bisschen getrübt. Und trotzdem muss man mit dem letzten Punkt sagen, wie gesagt, das ist überhaupt kein Vorwurf an den Mocker, denn das ist mal wieder eine Gratis-Anleitung, die man hier bekommt. Und selbst mit den Fehlern schafft man es ja am Ende trotzdem, das Ganze an der einen oder anderen Stelle nicht wirklich vollständig, aber trotzdem zu bauen. Und wenn man dann die Teileliste vorher doch nochmal durchkontrolliert hat, hätte man auch die fehlenden Teile noch bestellen können. Und dementsprechend gibt es für mich von der Konstruktion eine 7/10, denn die Konstruktion kann ja nichts für die fehlenden Teile in der Teileliste. Und preis-leistungsmäßig für die Anleitung natürlich, dadurch, dass die Anleitung kostenfrei ist, eine absolute 10/10. Und für die Steine, die man darin verbaut, eine 5/10. Denn man bezahlt sogar mit den Steinen von alternativen Herstellern hier 10 Euro. Und natürlich mit Original-Lego-Steinen noch viel mehr. Für den Falle, dass man sich alles neu kaufen müsste, das ist ja aber bei Mocks sowieso eher nicht der Fall, da baut man ja auch meistens noch ein bisschen aus dem eigenen Fundus. Insgesamt hätte ich dem Mock ohne die Fehler eine 6/10 gegeben, so kommen wir aber leider insgesamt mit den Fehlern auf eine 4/10. Gerade als Tyrell-Fan hat man damit trotzdem seinen Spaß und als kleines Nebenbei-Mock mit dem Wissen, dass man eben ein paar Steine anders bestellen muss als in der Replicable-Liste, kann man hier auch nicht sehr viel falsch machen. Wenn ihr natürlich selber Mocks schon kreiert habt oder auch schon andere Mocks gebaut habt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche das sind. Vielleicht kann ich mir die auch mal anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.